Mut zum Loslassen, das haben auch Christa und Tiziano Colella gebraucht, wo ihnen bewusst worden ist, dass sich ihr Herzenswunsch von einer eigenen Familie nicht erfüllen wird, hat sich für sie ein tiefes Tal voller Fragen und Trauer aufgetan. Es war für mich eigentlich immer klar, dass wir eine Familie werden haben. Auch gesellschaftlich, als Frau wirst du so schnell gefragt, ah, und hast Kinder. Es wäre einfach natürlich, und beim Mann ist es mehr natürlich, dass er einfach arbeitet. Er wird, glaube ich, weniger schnell gefragt, ob er Kinder hat. Das stimmt, ja. Christa und Tiziano Colella lernen sich 2014 an einem Single-Wochenende kennen. 2015 folgt hier in Sigriswil die Hochzeit. Doch mit der eigenen Familienplanung will es nicht klappen. Christa und Tiziano warten nicht lange, bis sie ein Kinderwunschzentrum aufsuchen. Bereits im Vorfeld entscheiden sie, welche Behandlungen für sie in Frage kommen und welche nicht. Wir haben uns überlegt, dass wir sicher Insemination ausprobieren würden, aber In-vitro-Befruchtung, also wirklich künstliche Befruchtung im Reagenzglas, das war für uns klar, dass wir das uns nicht vorstellen können. Einerseits haben wir ein Paar kennt, wo der Weg ist gegangen und auch erfolgreich ist gegangen. Und, aber gleich, das zu sehen, das extreme Auf und Ab, die vielen auch zerbrochenen Hoffnungen auf diesem Weg. Und ein anderer Punkt ist sicher auch die ganzen ethischen Fragen, was passiert mit diesen befruchteten Eizellen, mit überzähligen Embryonen. Das habe ich einfach für mich nicht wollen, diesen Weg gehen. Und für mich war es einfach auch wichtig, das zu respektieren, weil es ist ihr Körper. Und ja, da hat man als Mann einfach auch die Pflicht, dort sorgfältig zu sein und auf die Frau zu hören. 2017 erhalten die beiden Bescheid, dass sie auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Das war schwierig. Also die ersten Gedanken, warum, wieso uns. So das Einordnen, das kann man ja dann noch länger nicht. Ich bin ursprünglich aus Italien. Ich bin zwar nicht in einer Familie aufgewachsen, sondern in einem Kinderheim. Ich habe es zwar sehr gut erlebt, aber man hat ja immer das Gefühl, es fehlt etwas. Also es ist nicht normal, sage ich jetzt mal so. Und von dem her war das sicher ein Traum, den ich schon in mir hatte, irgendwann, dass dann mal eine Familie wird entstehen wird. Ja. Es hat wie zwei Seiten gehabt. Einerseits ist es für mich eine Hilfe, zu wissen, woran ich bin. Es macht mir die Situation einfacher, dass ich weiss, es ist klar, es liegt etwas vor, wo das begründet, dass wir keine Kinder haben können. Und andererseits natürlich, es ist ein Traum, der kaputt geht. Man hat sich das einfach völlig anders vorgestellt. Und ja, das löst auch Trauer und Wut und Unverständnis aus. Warum passiert uns das? Zeig mir den Plan. Wie gerne würde ich heute auch schon morgen sehen. Vielleicht irgendwann. Singen ist für mich fast eine Therapie, würde ich sagen. Das ist einfach etwas, das sehr gut tut, wo ich Sachen ausdrücken kann, die ich sonst nicht kann. Gerade bei diesem Lied, das passt eigentlich perfekt in meine Situation. Und wenn ich das dann halt im Gesangsunterricht immer wieder wiederhole, ja, dann geht es schon einmal auch tiefer ins Herz. Ja. Gott ist für mich sicher immer wieder auch da gewesen, aber es hat auch Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte, er ist überhaupt nicht da. Ich glaube schon, dass Gott in Trauer mit mir ist oder mitfühlt auch in diesen Momenten, wo es mir ganz schlecht geht in dieser Situation. Und gleich ja, muss ich eine Art auch selber durch oder ja, fühle ich mich manchmal schon auch im Stich gelassen, weil ich weiss, er hat eigentlich das im Griff. Er könnte uns ja ein Kind schenken. Und dass er das nicht macht, mit dem
werde ich wahrscheinlich mich noch ein paar Mal in meinem Leben auseinandersetzen. Was mir geholfen hat, muss ich einfach ehrlich sein, ist, dass es uns beide trifft. Weil ich liebe meine Frau sehr. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, ich bin der Faktor, also wenn ich jetzt aus dieser Ehe rausgehen würde und es würde durch einen anderen Mann ersetzt werden, und sie könnte dann das haben, was ein grosser Wunsch ist, dann hätte ich, glaube ich, wirklich mit dem Gedanken tiefer anfangen zu spielen, oder? Aber so habe ich wie gewusst, einfach die Konstellation, wir zwei zusammen, ist nicht optimal für das Vorhaben, sage ich mal, oder? Und das hat mir dann wie geholfen, nicht, dass ich weniger wertvoll bin, sondern es ist unsere Geschichte, die jetzt diesen Weg wird nehmen. Ich glaube, als Frau ist es emotional noch mal ganz anders. Und für den Mann, der, ich kann jetzt nicht für alle reden, aber im Austausch mit Männern merkt man einfach, ist es bei uns vielleicht ein bisschen rationaler und wir flüchten vielleicht in die Arbeit. Der Verarbeitungsprozess läuft bei beiden unterschiedlich ab. Auch Besuche beim Patenkind von Tiziano lösen gemischte Gefühle aus. Es ist einerseits auch schön, weil er lebt voll auf, sieht, wie er aufblüht und das Kind sein kann leben. Und das ist für mich immer wieder sehr schwierig, weil ich einfach ja, der weiss oder sehe, das haben wir daheim nicht. Und ja, das macht mich häufig traurig. Ja, ich bin mit dem Thema versöhnt. Es ist wirklich die Götterrolle, die ich als Geschenk bekommen habe, und die Vaterrolle, die ich nicht wird als Vater haben, aber vielleicht hat man die aufs Mal unbewusst irgendwo. Es gibt Situationen, wo ich merke, jetzt mag ich das einfach nicht. Und da ist für mich auch wichtig, dass ich sagen kann, jetzt, heute komme ich zum Beispiel nicht mit. Ich habe eine Freundin, die ich wirklich finde, die macht es extrem schön. Sie sagt mir, schau, dann hat die Zeit mit Kind und dann ohne. Und dann kann ich entscheiden, auf was habe ich Lust, was mag ich. Und das finde ich extrem wertvoll. Es ist halt auch wichtig, dass man es weiss. Also, sie weiss, dass ich einen unerfüllten Kinderwunsch habe. Und dass das für mich ein Thema ist, das schwierig ist. Und durch das hat sie auch die Chance, zu reagieren. Und darum glaube ich, ist es eben sehr wertvoll, wenn man wirklich darüber redet und sich halt verletzlich macht. Es ist wichtig, dass man die Emotionen zulässt, weil die Verarbeitung ist ja nicht in sich fix abgeschlossen. Das wird immer wieder das ein oder andere Mal geben. Bei dir ist das sicher noch stärker als bei mir. Für uns war es wichtig, einen aktiven Weg zu gehen, miteinander zu reden über das. Ich bin in die Seelsorge gegangen, für das zu verarbeiten. Weil ich einfach glaube, wenn man bleibt stehen, dann kann man nicht weitergehen und auch nicht heil werden. Es ist ein langer Prozess, es ist immer wieder eine Herausforderung. Und ich denke, das Fundament, das wir haben, unser Glauben, das hat uns sicher geholfen. Auch wenn wir nicht grundsätzlich gerade einverstanden waren, ist klar, dass wir von Gott einmal klagen und fragen, wieso wir und wieso lässt du das zu oder eben nicht zu. Aber Gott kann mit dem umgehen und wir lernen es. Und, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man dort einfach auch merkt, dass er die Hand nie wegzieht, sondern dass man die immer wieder nehmen kann und er einen begleitet. Loslassen bedeutet für mich eine Vorstellung. Loslassen ist etwas, das mir nicht so leicht fällt. Ich habe gerne alles unter Kontrolle. Ich habe auch gerne, wenn etwas gut ist, kann es auch einfach so bleiben. Und ja, Loslassen ist von dem her für mich eine Herausforderung. Jetzt, schau mal. Wenn wir das anschneiden, das Kunstwerk. Glow, die Buchstaben stehen für Glauben, Leben ohne Wunschkind. Wir wollen aber auch das Glow, das Strahlen, das Erleuchten, das wünschen wir uns, dass das auch ein Teil ist. Also, der Name hat eine Bedeutung, aber auch die Buchstaben haben eine Bedeutung. Im April 2021 haben Golellas mit zwei anderen Ehepaaren den Verein Glow gegründet. Das Thema soll nicht länger ein Tabu bleiben. Ich glaube, Glow ist unser Baby. Ja, das ist wirklich unser gemeinsames Projekt, wo wir
viel Zeit drin investieren im Moment, wo unser Herzblut ist, weil wir einfach wichtig finden, dass die Paar Unterstützung bekommen können, andere Leute treffen, die in der gleichen Situation sind.